Meine Damen und Herren, an den angeschlossenen Kulturzugangsgeräten, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Diskussion über Bildungspolitik, und zwar auf Bundesebene, mit vier Gästen, die gerade frisch in den Deutschen Bundestag gewählt worden sind. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Ich stelle Sie gleich vor. Wir sind hier drei und mit Ria Schröder online dazugeschaltet vier. Wir werden diskutieren über Visionen, steht oben drüber, für die Bildungspolitik. Ich würde es auf so mittlerer Flughöhe gerne halten, sagen wir mal Visionen für die nächsten vier Jahre. Und das werden wir dann gemeinsam diskutieren und auch mit Fragen aus dem Chat bereichern können. Das heißt, man kann jederzeit auch jetzt schon zwischendurch Fragen in den Chat schreiben und wir gucken dann, wo wir die gut eingebaut bekommen. Wir haben, muss man jetzt vielleicht einmal sagen, für alle, die das später sehen, nicht live als Videoaufzeichnung, muss man vielleicht einordnen, heute eine besondere, spezifische Situation vorzeichnen, unter dem wir diskutieren, nämlich eine in progress sich befindliche Situation, was die Bildung der Bundesregierung angeht. Das heißt, möglicherweise haben alle, die hier sitzen, nächste Woche oder übernächste Woche schon ganz andere Sachen zu sagen, andere Funktionen, andere Hintergründe. Deswegen werden wir vielleicht nicht ganz auf ganz tagesaktuelle Sachen eingehen können. Aber mit der Perspektive der nächsten vier Jahre werden wir ganz unterschiedliche Perspektiven kennenlernen, da bin ich mir sicher. In progress heißt ja auch diese ganze Veranstaltung, bei der wir hier zu Gast sind. Und in progress ist so ein bisschen ja auch der Status aller Parteien, die hier heute vertreten sind. Die Ampelkoalitionäre sind in progress im Suchen nach einem Koalitionsvertrag. In progress auch im Sinne von fortschrittlich, wurde da ja beispielsweise, ich glaube, von Christian Lindner gesagt, der von einem Fortschrittsbündnis gesprochen hat. In progress auch bei der CDU, die, da stelle ich mir jetzt eher wie einen Ladebalken vor, der noch nicht 100% erreicht hat bei der Suche nach neuer personeller und inhaltlicher Aufstellung. Insofern ist es gut für eine Zwischenaufnahme, um zu schauen, was wollen wir die nächsten vier Jahre in der Bildungspolitik erreichen, was können wir auch erreichen. Alle vier Gäste bitte ich jetzt kurz nur ein Statement abzugeben, und zwar bei der Frage, was ist denn diese gute Schule in einer digitalen Welt, über die wir sprechen wollen? Ein Punkt, also nicht das ganz Umfassende, dafür haben wir noch eine Stunde Zeit. Dazu begrüße ich jetzt als erstes Dr. Ottilie Klein. Sie ist für die CDU frisch in den Bundestag gewählt worden, für Berlin-Mitte, kommt ursprünglich aus dem Schwarzwald, hat im Wissenschaftsmanagement gearbeitet, hat Schwerpunkte relativ breit, Sicherheit, Wohnraum, Wirtschaft, Digitalisierung, habe ich bei Ihnen gelesen, und hat unter anderem Politikwissenschaften studiert, womit Sie nicht alleine sind, um das schon mal vorwegzunehmen. Das werden wir gleich bei den anderen auch noch mal kennenlernen. Erste Frage an Sie also, was wäre eine Eigenschaft zu einer guten Schule für Sie? Zunächst mal, also eine Eigenschaft, die gibt es gar nicht. Ich denke, Schule ist immer was ganzheitlich gedacht werden muss, weil es geht ja auch um Kinder und Kinder sind ganzheitliche Menschen mit vielen Stärken und Möglichkeiten. Und ein Aspekt, der mir aber ganz besonders wichtig ist, ist das Thema Chancengerechtigkeit. Das hat damit zu tun, dass ich auch selber in einer Arbeiterfamilie groß geworden bin und deshalb auch ein Stück weit die Defizite kenne, die es da gibt. Und ich weiß, wir sollen uns kurz fassen, deswegen Chancengerechtigkeit. Danke sehr. Ria Schröder ist uns zugeschaltet. Und Ria Schröder kommt aus Hamburg, ist dort auch immer noch stellvertretende Landesvorsitzende, glaube ich, war lange auch Juli-Bundesvorsitzende. Ria Schröder ist studierte Juristin. Ihre Schwerpunkte gibt sie an als Bildung, Umweltschutz, Digitalisierung. Auch an Sie, Frau Schröder, herzlich willkommen. Und die Frage, was ist für Sie eine Eigenschaft von einer guten Schule in der digitalen Welt? Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich wäre auch gerne dabei, aber das hat mein Terminkalender heute nicht hergegeben. Für mich ist in einer digitalen Schule vor allem der Fokus auf die individuelle Förderung zentral. Also, dass Kinder und Jugendliche sich in ihrem Tempo, mit ihren Interessen, mit ihren Talenten in der besten Möglichkeit entwickeln können. Das ist, glaube ich, ein großer Gewinn, der durch die Digitalisierung möglich werden wird. Ganz herzlichen Dank. Wir machen weiter mit Felix Banaschak. Er ist ursprünglich aus dem Ruhrpott, kann man das so sagen? Immer noch. Aber jetzt für Duisburg im Bundestag, richtig? Genau. In Duisburg war Felix Banaschak auch schon, jetzt muss ich überlegen, wie das heißt in Duisburg, ich habe es vorher gelesen, ist sowas ähnliches wie mündiger Bürger in der Politik für den Bereich Schule in der Stadt. Das heißt aber anders. Das heißt, ich bin stellvertretender sachkundiger Bürger im Schulausschuss der Stadt Duisburg. Wunderbar, also schon eine gewisse Vorbelastung im Bereich Bildung. Dazu kommt noch zu den Schwerpunkten in der Politik, Klimapolitik, Kinder, Jugendliche. Auch hier die erste Frage, was ist für Sie ein Schwerpunkt, eine Eigenschaft von einer guten Schule?
Na, ich glaube, wir haben sehr viel in den letzten Jahren über Technik gesprochen und das ist sozusagen vielleicht die Grundvoraussetzung, aber damit gute Schule in der digitalen Welt funktioniert, braucht es, glaube ich, die pädagogischen und die medienpädagogischen Konzepte, weil man ja auch mit Smartboards und iPads schlechten Unterricht machen kann. Also das Gegenteil davon braucht es nämlich einen Unterricht und eine menschliche Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden, die dazu führt, dass man sich auf eine Welt im digitalen Wandel auch einstellen kann. Und ich glaube, da ist mehr nötig, als nur die Geräte da bereitzustellen, sondern auch sich zu überlegen, was macht man denn eigentlich mit denen. Danke. Last but not least, Hakan Demir aus dem Nachbarort. Ist das jetzt von außen gesehen, kann man das sagen? Also in Krefeld ursprünglich, dann 2012 nach Berlin gegangen. Übrigens auch das als Parallele. Felix Baranschak ist, glaube ich, auch um den Dreh irgendwann nach Berlin gegangen, hat auch Politikwissenschaft studiert. Also wir haben mindestens 3 politikwissenschaftlich vorbelastete Mitglieder des Bundestags hier in der Runde. Ist Mitglied im Landesvorstand der SPD Berlin, hat als Schwerpunkte Bildung, Demokratie, auch Klimapolitik. Und im Twitter-Profil steht noch drin, ArbeiterInnenkind, mag Natur und Fußball. Ist noch alles aktuell. Ja, Zeit für Fußball habe ich jetzt nicht mehr so oft, aber will das auf jeden Fall machen. Es gibt ja einen FC-Bundestag, also das habe ich auf jeden Fall vor. Sonst zu der Frage, wird da ja nicht widersprechen, aber trotzdem brauchen wir natürlich die entsprechenden Endgeräte. Als ich bei mir jetzt im Wahlkampf in Neukölln unterwegs war, gab es Familien, die 3 Kinder hatten und vielleicht nur ein Endgerät und das hat nicht ausgereicht, aber dann, sonst braucht man natürlich all das, was Sie jetzt gerade auch gesagt haben. Aber ich glaube, die Grundlage ist erstmal ein Endgerät zu haben. Wir wollen über die nächsten 4 Jahre sprechen, was Bildungspolitik da noch vor sich hat. Wir haben 4 hoffentlich frische Stimmen, alle frisch im Deutschen Bundestag, aber alle nicht frisch in der Politik. Eine der Sachen, die Politik natürlich immer arbeiten muss, ist so ein Spannungsfeld zwischen ganz dringenden und wichtigen Aufgaben. Ich würde jetzt mal bei den 4 Jahren sagen, wir können schon über wichtige Dinge reden, aber wir kommen auch um die dringenden Fragen nicht herum. Frau Dr. Klein, was ist denn erstmal tatsächlich das Dringendste, wenn Sie sagen, Winter 2021/22, was brauchen die Schulen jenseits von dem, was wir jetzt an Wunschvorstellungen noch darüber hinaus haben? Also ich denke, wenn die Corona-Pandemie eins gezeigt hat, ist, dass unsere Schulen überfordert sind mit der Digitalisierung der Schulen. Das hat verschiedene Hintergründe. Es gibt ja den Digitalpakt Schule. Und da ist es tatsächlich so, dass in der Realität die Länder eben Schwierigkeiten haben, damit die Fördermittel abzurufen. Und ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass wir da eine neue Kooperation zwischen Bund und Ländern finden in der Bildungspolitik. Und insbesondere, was die Corona-Pandemie angeht, dass wir jetzt ganz dringend die Lessons learned uns anschauen. Und zwar nicht in der Kultusministerkonferenz, also nicht da in Gremien, die politisch besetzt sind, sondern wirklich in parteiübergreifenden und gerne auch in parteiunabhängigen Expertengremien, die nochmal schauen, wo hakt es denn eigentlich wirklich und wie können Schulen besser an die Mittel kommen, wie können wir das besser umsetzen. Aber jetzt ist die Diskussion so eröffnet, dass bitte jeder auch quer einsteigen kann. Wer möchte erstmal beipflichten oder ergänzen? Ist natürlich jetzt relativ einfach, bei einer Bundesebene zu sagen, wir wollen das jenseits der KMK machen, aber vielleicht gibt es trotzdem noch ergänzende Positionen. Vielleicht nur ein Punkt. Also die SPD hatte ja einen nationalen Bildungsrat empfohlen, um grundsätzlich Expertinnen zusammenzubringen, die über Bildung sprechen. Und ich kann mich daran erinnern, dass die Union nicht dafür war oder zumindest die CSU nicht. Das war, glaube ich, eine Institution, die wir gebraucht hätten. Jetzt gibt es etwas Entsprechendes, eine Expertinnenkommission im Rahmen von KMK. Das ist, glaube ich, auch in Ordnung, aber wir hatten es halt erstmal nochmal anders gedacht, das vielleicht nur als kleine Rückmeldung dazu. Ich muss vielleicht an der Stelle einmal meine Beiträge, die ich heute mache, unter einen Vorbehalt oder eine Einordnung stellen, weil ich jetzt ja in den letzten Wochen genau den Bereich für uns verhandelt habe, für uns Grüne als Leiter der AG Bildung und Chancen für alle für die Grünen. Das heißt, ich weiß, was im Koalitionsvertrag dazu vereinbart wurde, aber es ist ja noch nicht öffentlich und es wird ja auch noch, also ich weiß, was wir abgegeben haben an die Hauptverhandlungsgruppen und das wird jetzt auch noch mit anderen Dingen besprochen. Das heißt, ich muss immer so ein bisschen überlegen, was ich jetzt sagen kann, ohne Dinge vorwegzugreifen, die noch gar nicht... Dann frage ich gleich mal nach. Jetzt habe ich es richtig verstanden, dass Frau Dr. Klein angeboten hat, dass eine Föderalismusreform zumindest denkbar ist mit der CDU zusammen.
Ja, also ich meine, wir haben, glaube ich, die Situation, dass, also was die Frage der Bund-Länder-Zusammenarbeit angeht, ich glaube, da muss man zweigleisig schauen. Wir haben in unserem Wahlprogramm das benannt und es gab ja auch eine gemeinsame Initiative mit der FDP in der letzten Legislaturperiode, im Kontext des Digitalpakts nochmal über eine Veränderung der Bund-Länder-Kooperation nachzudenken. Das, was da zum Digitalpakt ermöglicht wurde mit der Grundgesetzänderung, war eine erste Öffnung. Aber man muss schon die Frage stellen, reicht das aus? Wir haben, glaube ich, so eine etwas, also eine traditionelle Situation mit dem Bildungsföderalismus, die ja in keinem anderen Gebiet so stark die Unterstützung des Bundes erschwert wie in anderen Bereichen. Und ob das dauerhaft eine kluge Lösung ist, daran haben wir Zweifel. So, auf der anderen Seite muss man sich, glaube ich, anschauen, was kann auch jetzt ohne das große Rad einer Grundgesetzänderung zu drehen, für die wir verfassungsändernde Mehrheiten im Bundestag und im Bundesrat brauchen. Und ich glaube, mit meinen Kenntnissen aus dem Mathe-Grundkurs im Abitur, mündlich damals, habe ich mir errechnet, dass auch eine Ampelkoalition keine verfassungsändernden Mehrheiten hat, weder im Bundestag noch im Bundesrat. Das bedeutet also, das wird sehr, sehr herausfordernd sein. Ich glaube, das muss man einfach klar haben. Und es ist richtig, die Union war in der Vergangenheit da einfach einer der größten Bremser, und zwar sowohl im Bund als auch bei den Ländern, bei den Ministerpräsidenten. Das ist aber auch zu einfach zu sagen, das ist einfach nur die Union, weil es gibt auch Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten von Grünen und SPD, die das anders sehen. Und deswegen finde ich, ist die zweite Aufgabe, sich anzuschauen, was kann auch in der bestehenden Verfassungsordnung, die wir haben, getan werden, um das Verhältnis von Bund, Ländern und Kommunen, weil das sind ja die eigentlich dritten zentralen Akteure in der Bildungspolitik, wie kann man auch in der bestehenden Ordnung gucken, was man da verbessern kann? Weil ich glaube, was offensichtlich ist, es gibt ein großes öffentliches Interesse daran, dass der Bund nicht einfach sagt, Bildung ist Ländersache und dann sollen die da mal machen. Auf der anderen Seite haben wir die Verfassungssituation, wie sie ist, und dann braucht es an der anderen Stelle eine kreative Möglichkeit. Ich glaube, wir sollten aber die Debatte darüber, ob wir grundsätzlich da eine Veränderung im föderalen Gefüge brauchen, weiterführen. Und was mir in der Vergangenheit zu kurz kam, und Sie haben es ja gerade richtig angesprochen, ich bin in der Kommunalpolitik, habe da zumindest Einblicke. Ich glaube, dass ein Teil des Problems bei der KMK einfach ist, da sitzen halt die Länderministerien zusammen. Dann wird da schon der Bund immer als Fremdkörper wahrgenommen, der vor allem eigentlich Geld geben soll und einen ansonsten in Ruhe lässt am besten. Aber die Umsetzungsebene vor Ort, also die Schulträger und die Schulen selbst, die sind in diese ganzen Debatten eigentlich gar nicht eingebunden. Und ich glaube, das muss in der nächsten oder in dieser Legislaturperiode gelingen, auch die Umsetzungsperspektive vor Ort stärker zu berücksichtigen. Frau Schröder, Sie schalten sich einfach ein. Ne? Sie sind nämlich hier lauter als wir alle, aber natürlich nicht ganz so präsent. Das stimmt. Ja, aber ich würde mich da auch sehr gerne noch zu einbringen. Also in der Problemanalyse sind wir uns da, glaube ich, sehr, sehr einig. Also gerade wenn man sich anschaut, vor welchen großen Herausforderungen das Bildungssystem steht. Digitalisierung ist ja ein Riesenpunkt, der unser Leben insgesamt unheimlich stark verändert hat und von dem die Schulen einfach noch so ein bisschen verschont geblieben sind. Wir haben aber auch Herausforderungen wie Inklusion, wie Integration, und wir geben darauf immer noch die Antworten der Vergangenheit. Und davon müssen wir Stück für Stück wegkommen. Und da muss man aber, Felix Wasnack hat das gesagt, muss man natürlich schauen, welche Schritte kann man gehen. Ich glaube, es ist wichtig, auf der einen Seite groß zu denken, auch weiter zu träumen, auch die Vision zu behalten und daran zu arbeiten, aber besser kleine Schritte zu gehen, als keine Schritte zu gehen und Stück für Stück eben voranzukommen. Ein Aspekt, der mir im Hinblick auf die Dringlichkeit jetzt im Bezug auf den nächsten Winter noch sehr, sehr wichtig ist, das zu betonen. Wir haben ja gestern im Deutschen Bundestag auch die erste Lesung von einem Gesetzentwurf für die Änderung des Infektionsschutzgesetzes beraten, und da eben auch ein Punkt ganz wichtig, der sich dadurch ändern würde, ist, dass es eben keine Schulschließungen in dem Ausmaß, wie wir das im letzten Winter erlebt haben, mehr geben wird. Und das ist, glaube ich, auch ganz zentral, auch gerade wenn wir heute über Digitalisierung sprechen, dass die Schulen auch nach wie vor der Ort sein sollen, wo diese Digitalisierung stattfindet, dass das kein sozusagen Verschieben ins Private ist, nicht hin zum Homeschooling, weil, und das haben wir eben auch ganz dramatisch gesehen im letzten Jahr, weil das die Chancengerechtigkeit, Frau Dr. Klein hat es angesprochen, einfach massiv
schadet. Wir haben Kinder gesehen, die haben überhaupt keinen Zugang zu Laptops, die haben kein Internet zu Hause, weil die Schufa der Eltern dafür nicht reicht. Und in so eine Situation Kinder zu stecken, wo sie quasi abgeschottet werden vom Bildungsangebot, das darf und das wird hoffentlich diesen Winter eben nicht mehr passieren. Und das ist, glaube ich, neben den wichtigen Themen auch ein ganz, ganz dringliches Thema. Ich sortiere mal kurz die Dinge. Dringend machen wir gleich noch weiter, denke ich. Haben wir noch was? Wir machen Gerechtigkeit nachher nochmal als einen großen Block. Föderalismusreform würde ich jetzt sagen, es gibt schon einen Konsens im Sinne von große Einigkeit gibt es nicht, dass wir tatsächlich eine Verfassungsänderung hätten, aber ein in diesem Rahmen weiter so und mehr anstrengen? Ja, nur eine Ergänzung. Ich meine, wir hatten ja jetzt 2018 eine Grundgesetzänderung, also so zu tun, als ob wir das nicht gemacht hätten. Also es war auch schon ein Riesenwurf. Und seitdem können wir ja überhaupt in die Schulen investieren, was Sanierung anbelangt. Digitalpakt 6,5 Milliarden Euro haben wir, wurden jetzt nur 750 Millionen an die Schulen weitergegeben. Und wir müssen eigentlich jetzt überlegen, wie kriegen wir es hin, das hast du gut gesagt, wie kriegen wir das umgesetzt, dass die Schulen tatsächlich das Geld auch bekommen. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten und Maßnahmen, aber ich sehe jetzt gerade nicht, nochmal eine Grundgesetzänderung, jenseits auch der Arithmetik. Wir hätten, glaube ich, nicht mal eine absolute Mehrheit, jenseits der Zweidrittelmehrheit im Bundesrat. Deshalb ist es so kompliziert ein bisschen. Wobei, wenn ich da, also ich glaube, also es stimmt, es gibt mit der Grundgesetzänderung von 2018 begrenzte Möglichkeiten. Die sind aber auch bewusst ja, ich sag mal, mit Rücksicht auf den Bildungsföderalismus und auf die Vetospieler, die es da gegeben hätte, ja auch auf sehr konkrete Punkte begrenzt gewesen. Und wir standen jetzt, so viel kann ich glaube ich sagen, in diesen Verhandlungen ein bisschen vor der Herausforderung, dass uns das Sondierungspapier auf der einen Seite einen Satz vorgegeben hat, der sagt, Bund, Länder und Kommunen sollen gemeinsam daran arbeiten, dass alle Kinder gleiche oder bessere Chancen haben und Bildungsaufstieg und so weiter möglich wird. Klammer auf, Kooperationsgebot. Das ist ein Begriff, der sich sozusagen ja in Widerspruch zum Kooperationsverbot, das das Grundgesetz eigentlich enthält, in der Bildungspolitik steht. Dann hatten wir den Satz aus dem Sondierungspapier, dass Schulen in benachteiligten Regionen und Quartieren gezielt und dauerhaft vom Bund gefördert werden sollen. Dauerhaft ist aber etwas, was eigentlich mit dem Grundgesetz überhaupt nicht möglich ist. Zumindest nicht, wenn es beispielsweise um direkt, also was wir nicht machen können mit dem, was wir jetzt gerade haben, dass der Bund einfach Lehrer bezahlt und sagt, okay, wir haben jetzt nochmal 5000 Stück, die verteilen wir jetzt mal so aufs Land, wie es jetzt aus einem bestimmten Grund für uns sinnvoll scheint. Das ist beispielsweise nicht möglich. Und viele, viele andere Dinge sind es auch nicht. Und deswegen würde ich sagen, es ist wichtig zu gucken, was kann man tun? Ich kann versprechen, das haben wir getan. Was kann man tun mit dem, was jetzt möglich ist? Aber ich glaube, man muss schon auch feststellen, ganz befriedigend abschließend befriedigend, dass man sagt, ah ja gut, da haben wir 2018 jetzt den Digitalpakt ermöglicht und ab jetzt bleibt alles, wie es ist, fände ich jetzt auch eine schwierige Perspektive. Und deswegen braucht man, glaube ich, auch, weil das so eine verfahrene Diskussion ist. Also wenn man mit Landesministerinnen und Ministern farbübergreifend dazu gesprochen hat und mit den MinisterpräsidentInnen dazu, die bekommen ja ganz schnell, ich will jetzt nicht sagen Pickel, aber zumindest sind sie sehr, sehr reserviert, wenn man an ihre Länderzuständigkeit der Bildungspolitik rangehen möchte. Und deswegen, glaube ich, müssen wir diese nächsten 4 Jahre nutzen, auch eine neue Form von Dialog über diese Frage zu erreichen. Das Oppositionssicht, was sind denn so Mindestanforderungen? Ja, wenn ich darf. Frau Schröder, danach. Genau. Ja, wenn ich darf, also ich denke, wir müssen auch ein bisschen konkreter werden und nicht nur so um den heißen Brei reden. Ich habe ja schon anfangs gesagt, dass das Hauptproblem einfach nicht daran liegt, dass der Bund nicht die Mittel zur Verfügung stellt. Das ist ja der Fall, 6,5 Milliarden Euro meines Wissens, sondern dass die Mittel nicht abgerufen werden können. Und das hat verschiedene Gründe. Das hat beispielsweise den Grund von wirklich wahnsinnig komplexer Bürokratie, ja, auf der einen Seite und auf der anderen Seite einfach auch überlastete Schulen. Wenn ich da mal nach Berlin schaue, wo wir einen wirklich chronischen Lehrermangel haben, ich kriege auch die Rückmeldung aus den Schulen, dass gerade diese ganzen Antragsverfahren irre kompliziert sind, dass wir da einfach mal ansetzen und anfangen, das zu entbürokratisieren und auch wirklich schulfreundlicher zu gestalten. Ja, weil da sitzen ja meistens keine Verwaltungsbeamte, die nichts anderes machen, als irgendwelche Anträge auszufüllen, sondern deren Aufgabe in den Schulen ist es, zu unterrichten. Und der andere Punkt, den habe ich jetzt vergessen. Aber Frau Schröder wollte jetzt noch was sagen.
Ja, wir sind ja noch in der Regierungsbildung, deswegen kann ich da auch der sozusagen nahenden Opposition sicherlich auch mal zustimmen. Das ist ja eigentlich eine ziemlich obskure Situation, dass da eigentlich staatliche Mittel von einer staatlichen Institution nur zum Teil, wir haben mit der Hilfe von privaten Agenturen, die bei dem Ausfüllen der Anträge beraten, irgendwie zustande kommen. Also es ist wirklich absurd. Es hat schon seinen Sinn, dass die Art und Weise, wie die Mittel verwendet werden, auch in einer sinnvollen Weise gestaltet sind. Aber so bürokratisch wie das ist, ist, glaube ich, ein Armutszeugnis. Ich wollte auf einen anderen Punkt hinaus, weil es gibt manchmal so das Missverständnis, dass wenn man über den Bildungsföderalismus spricht und auch die Probleme, die er hat, dass es bedeutet, dass der Bund dann alles entscheidet. Ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, dass die Schulen vor Ort mehr entscheiden. Das ist ja eben auch schon angesprochen worden. Also mehr Autonomie auch und Zuständigkeiten, die nach unten abgegeben werden, nicht nur nach oben. Wir brauchen auf der einen Seite natürlich, und das ist, finde ich, auch neben den praktischen Schwierigkeiten ganz zentral, einfach den Anspruch, dass es in Deutschland überall gleiche Chancen gibt und dass es nicht am Landeshaushalt liegt, ob ein Kind gute Bildungschancen bekommt oder nicht. Und auf der anderen Seite sehen wir ja auch in PISA-Studien, dass Schulen, die mehr Entscheidungskompetenzen haben, die auch über Schwerpunkte, auch über Personal, auch über Budgetverwendung entscheiden können, dass die zu besseren Ergebnissen kommen. Die kennen die Schülerinnen und Schüler vor Ort, die kennen die Eltern, die kennen die Lehrkräfte. Und das ist, finde ich, auch ein wichtiger Punkt im Leitbild von der Föderalismusreform, den wir auch Stück für Stück eben stärken können und der, glaube ich, ganz zentral ist. Mir ist der zweite Punkt noch eingefallen, Verzeihung, weil es auch darum ging, was man noch machen kann, auch ohne jetzt beispielsweise das Grundgesetz zu ändern. Da gibt es ja Möglichkeiten. Beispielsweise, dass wir mal anfangen, diesen Flickenteppich aus verschiedenen Online-Angeboten, die es ja gibt, allein schon wirklich von Bundesland zu Bundesland, ein Stück weit zu vereinheitlichen, indem der Bund einfach Standards setzt, indem beispielsweise einheitliche Schulclouds und so weiter angeboten werden und die Länder dann die Inhalte liefern. Es geht ja eben nicht darum, wie Frau Schöder richtig sagte, dass jetzt der Bund die Inhalte vorgibt, die in den Schulen gelehrt werden. Die Länder könnten dann eben auch ihren Bildungsauftrag ja gerecht werden, indem sie dann die Inhalte beisteuern würden. Alles sehr harmonisch, aber... Ja, ich würde gerne zu dieser Frage des Mittelabflusses aus dem Digitalpakt was sagen, weil auf der einen Seite, ich glaube, es stimmt, also die Zahlen sind ja richtig. Ich glaube, wir werden zum Ende des Jahres, werden die Zahlen deutlich hochgehen, weil ich glaube, dass da einige Schulträger, das ist ja vor allem in den Kommunen, dass da entschieden wird, da einige sich auch fragen, okay, wenn ich das Geld irgendwann dieses Jahr ausgeben soll und ich bekomme im Dezember schon wieder eine neue Generation des gleichen Geräts für den gleichen Preis wie im Mai und ich weiß, ich bekomme erst in ein paar Jahren wieder neues Geld. Also ich glaube, da werden wir jetzt zum Ende des Jahres, werden die Zahlen noch mal ein bisschen hochgehen, muss man gucken, wie weit. Es ist richtig, dass man das erleichtern muss, den Mittelabfluss. Ich muss aber auch sagen, also das ist halt so leicht gesagt, das ist alles so bürokratisch und so kompliziert. Wir haben uns das natürlich auch angeschaut und da gibt es auch Möglichkeiten, aber ich glaube, man muss schon auch ganz klar haben, es hat auch viel damit zu tun, wie sind denn beispielsweise die Kommunen ausgestattet, die die Gelder abrufen sollen. Und ich weiß das aus Duisburg. Duisburg ist eine der Städte mit einem relativ geringen Mittelabfluss. Das ist halt auch eine Kommune, die vor großen Haushaltsherausforderungen steht. Und deswegen hängen manchmal selbst bildungspolitische Fragen auch daran, schaffen wir es beispielsweise, die Kommunen in ihren Verwaltungen so auszustatten und zu unterstützen, den öffentlichen Dienst attraktiver zu machen, dass da überhaupt diese ganzen Anträge ausgefüllt werden. Weil ich meine, alleine davon, dass man die Anträge leichter macht, wird es nicht besser und man muss auch eine andere Sache sich anschauen. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Ein sehr simpler Teil wäre ja zu sagen, man knüpft beispielsweise das zur Verfügung stellen von Endgeräten nicht mehr daran, dass Schulen sagen sollen, was sie mit den Geräten vorhaben. Das ist ja in der Pandemie sogar teilweise jetzt auch passiert, dass man gesagt hat, ihr könnt auch eure Medienkonzepte nachreichen. Man könnte auch einfach sagen, wir lassen das mit den Medienkonzepten. Alle kriegen da ihre Tablets und Geräte und dann guckt einfach mal, was da passiert. Das hielt ich aber auch für einen verantwortlichen Umgang mit öffentlichen Geldern und auch für pädagogisch nicht richtig, weil ich bekomme das mit, dass es Schulen gibt,
die wissen, die haben richtig gute Ideen und sagen, ey, wir brauchen nur noch die Geräte und dann können wir anfangen. Und an anderen Stellen stapeln sich die dann irgendwo, weil man gar nicht weiß, wie kriegt man damit was Kluges umgesetzt. So. Und deswegen ist, glaube ich, was Wichtiges, positiv gerechnet oder positiv nach vorne gesagt, und das ist etwas, was der Bund durchaus machen kann, Unterstützungsangebote zu verstärken und zu bündeln, die dann für die Lehrerinnen und Lehrer, für die Schulträger, für andere, die im Bildungsbereich unterwegs sind, halt Angebote bündeln und noch mehr schaffen im Umgang damit. Weil das ist, glaube ich, die nächste große Herausforderung, dass man nicht nur dann die Anträge hat, sondern dass man auch weiß, okay, ich habe eine Unterstützungsinfrastruktur, damit ich dann in den nächsten Jahren mit dem, was ich dann da zur Verfügung gestellt bekomme, auch was Kluges pädagogisch umsetzen kann. Können wir das konkreter machen? Gibt es einen Digitalpakt 2? Soll der Bund sich in die Lehrerfortbildung einbringen? Also es gibt einen Digitalpakt 2.0. Das kann ich jetzt insofern sagen, weil es im Sondierungspapier steht. Das war der Auftrag. Die Details sozusagen haben wir besprochen und werden es weiter besprochen, wie der aussieht. Und ich glaube, ein Digitalpakt 2.0 wird natürlich mehr sein als einfach sozusagen die Fortschreibung des Alten. Wir haben ja umgerechnet 1,3 Milliarden im Jahr, wenn man alles zusammenrechnet. Davon sind einige Mittel noch über. Aber ich glaube, das Kluge wäre jetzt dazu sagen, man lernt aus den Erfahrungen des Digitalpakts jetzt, also auch zum Beispiel aus den Antragsverfahren. Man fragt sich aber auch, was ist jetzt sozusagen, wenn bestimmte Dinge jetzt erstmal erledigt sind. Also aus dem Digitalpakt sind ja beispielsweise auch Netzanschlüsse bei den Schulen finanziert worden. Ich habe jetzt mal die Hoffnung, dass bis 2024, wenn der Digitalpakt 1 ausläuft, dann irgendwann auch mal alle Schulen mit WLAN versorgt sind. Das heißt, dann kann auch ein Digitalpakt 2.0 andere Schwerpunkte setzen und muss es, glaube ich, auch tun. Und was die Lehrerfortbildung, Ausbildung angeht, ich meine, das ist auch wieder so ein Punkt, Kernaufgabe der Länder. Aber natürlich kann der Bund da eine koordinierende, unterstützende Rolle auch übernehmen, Angebote zu bündeln und solche Dinge. Aber ich glaube, was man auch verhindern sollte, wäre, dass überall jetzt Parallelstrukturen entstehen und dann hat man 16 Länder, die sich irgendwie Gedanken machen, dann sagt der Bund, oh, wir können das aber auch noch mal viel, viel besser und am Ende weiß man gar nicht mehr, wo was passiert und das ist aber auch genau was, was jetzt in den nächsten Jahren ja klug zwischen den Ebenen austariert werden muss, wäre mein Gefühl. Also es klingt jetzt so aus einem Konsens von kluger Konsolidierung in den nächsten 4 Jahren. Hat jemand mehr zu bieten? Sonst machen wir einfach das nächste Fass auf. Ich habe noch ein paar. Das nächste Fass heißt Gerechtigkeit. Und vielleicht fangen wir mit Herrn Demir an. Der hat jetzt in letzter Zeit nicht so viel gesagt. Herr Demir, ich weiß, dass jenseits der Schulpolitik die Frage nach der Bildungsgerechtigkeit Sie aber schon eine Weile beschäftigt hat. Und vielleicht auch jenseits der da tatsächlich dringenden Fragen in Sachen Corona-Politik etc. Was ist denn Ihre Vision zumindest für die nächsten 4 Jahre, wie über Bildungspolitik, über Schule auch mehr Gerechtigkeit ins Land gebracht werden kann? Wir haben es ja gerade schon besprochen. Ich meine, Bildungsungerechtigkeit in Deutschland gibt es jetzt nicht seit 2 Jahren, seitdem wir die Corona-Pandemie haben, aber es wurde sichtbarer, wegen beispielsweise der Endgeräte, die einige SchülerInnen nicht hatten. Das ist klar, aber es ist auch in der Vergangenheit so gewesen und wir müssen es lösen. Deshalb können wir jetzt nicht nur sagen, wir müssen uns die Schulen angucken und gucken, dass die mehr Geld bekommen. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich ist der soziale Bereich. Was können wir machen, dass beispielsweise in Neukölln nicht jedes zweite Kind in Armut aufwächst? So, das ist gerade der Fall. In Mitte ist es, glaube ich, auch nicht besser. Deshalb müssen wir gucken, dass wir gute soziale Politik machen. Beispielsweise eine Kindergrundsicherung einführen. Beispielsweise Hartz IV überwinden, dass wir Arbeit gut bezahlen. Mindestlohn von 12 Euro wäre wichtig, damit die Familien sozial erstmal abgesichert sind und das kommt ja dann auch bei den Kindern an. Und dann, wenn wir das gemacht haben, ist jetzt keine Riesenvision, keine 20, 30 Jahre Vision, aber für die nächsten 4 Jahre wäre ich sehr, sehr, sehr glücklich, wenn wir die Kindergrundsicherung einführen und das wirklich in den Familien dann spürbar ist. Der zweite Bereich ist, wie gesagt, Bildung, darüber reden wir gerade. Wie schaffen wir es, dass die Gelder an den Schulen ankommen? Ria hat es gerade auch nochmal gesagt, fand ich auch nochmal wichtig. Ob es eine Überlegung geben kann, wenn ich mit DirektorInnen aus Neukölln spreche, sagen sie ja, wo ist eigentlich das Problem, dass wir das Geld bekommen? Als Pauschalbetrag
wir wissen, was wir damit machen können, zum Beispiel auch im Rahmen des Corona-Aufholpaketes, dass man sagt, okay, warum bekomme ich das Geld nicht als Pauschalbetrag und kann dann Honorarkräfte für die Nachhilfe zum Beispiel einstellen. Und so ist es gerade andersrum, irgendwie auf Landesebene wird das halbwegs organisiert, aber diese Honorarkräfte gibt es gerade gar nicht, um den Betrag, den er eigentlich irgendwie zur Verfügung hat, zu bezahlen. Selbstständige Schule ist ein altes FDP-Thema. Insofern würde ich jetzt warten, dass Frau Schröder nickt, aber vielleicht noch was ergänzt zur Frage selbstständige Schule. Kriegen die einfach jetzt das Geld und können dann gucken, Admin, Geräte oder Nachhilfe? Also ich habe es ja eben schon mal angesprochen, also die stärkere Autonomie von Schulen. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Faktor und wir sehen auch, dass da gute Ergebnisse bei rauskommen. Ich glaube, es zeugt auch von einem Vertrauen dessen, dass diejenigen Leute, denen wir unsere Kinder ja auch ganz direkt anvertrauen in Deutschland, dass wir denen auch die Entscheidung darüber überlassen, wie sie mit Geld umgehen. Also es gibt vielleicht ja auch so ein gewisses Misstrauen, wofür das Geld dann denn ausgegeben wird. Aber ich habe da relativ wenig Sorgen. Ich glaube, gerade dann, wenn es darum geht zu schauen, was brauchen die Schulen, auch gerade jetzt so nach der Corona-Pandemie, haben wir auch andere Themen, die da unterbelegt sind. Zum einen natürlich, wer darf eigentlich auch unterrichten, wer darf auch an Schulen unterstützen. Da glaube ich, kann es auch eine Öffnung für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger zum Beispiel geben. Und das hat auch viel mit Chancengerechtigkeit zu tun, wenn wir auch über das Thema psychische Gesundheit sprechen und das auch zu einem Faktor machen, der einfach ein Thema in der Schule ist, dass auch Kinder und Jugendliche, die jetzt auch gerade vielleicht auch getriggert, verstärkt durch die Pandemie mit psychischen Problemen zu kämpfen haben, dass für die Schule kein Ort wird, zu dem man sich nicht hintraut, wenn man da nicht so sein darf, wie man ist oder wo man mit seinen Problemen eigentlich nur noch mehr Sorgen hat, sondern dass das auch ein Ort ist, gerade dann, wenn das Zuhause kein sicherer, kein freudevoller Ort ist, dass wenigstens auch die Schule ein Ort ist, wo man weiß, hier bekomme ich Hilfe und Unterstützung, auch nach meinen Bedürfnissen. Ich nehme mal eine Frage aus dem Chat rein, die wir jetzt gerade sehen können. Da steht nämlich, warum bekommen die Schulen keine Konzepte vorgegeben, die dann innerhalb einer gewissen Zeit mit entsprechender Unterstützung erreicht werden müssen? Damit fallen die individuellen Konzepte für jede Schule weg. Das wäre eine Möglichkeit, würde ich sagen. Allerdings, also ich glaube, da ist ein Spannungsfeld und das passt ein bisschen zu dem, was Ria Schröder gerade gesagt hat. Also die Situation an Schulen ist einfach unfassbar unterschiedlich. Mein Gefühl ist, oder nicht mein Gefühl, sagen auch die Statistiken, die Situation hat sich in den letzten Jahren auch immer weiter auseinanderentwickelt. Auch in Duisburg wächst jedes dritte Kind in Armut auf und es sind meistens die Schulen, an die dann diese Kinder gehen, die dann auch die größten Herausforderungen haben, Lehrkräfte zu gewinnen, die schlechtesten baulichen Voraussetzungen haben. Also die Schule, in die es reinregnet, ist meistens die, wo die Kinder zur Schule gehen, die zu Hause auch nicht die dicke Jacke mitbekommen. So, und dadurch verschärfen sich die Probleme. Und deswegen, glaube ich, kann man auch, also muss man schauen. Und das ist, glaube ich, etwas, wo der Bund und wo die Länder und die Kommunen einfach eine gemeinsame Aufgabe haben und diese Gemeinsamkeit jetzt auch nochmal neu sozusagen mit Leben gefüllt werden muss, gerade die Schulen zu unterstützen und zu fördern. Und das kann dann sein, indem man ihnen Freiräume gibt, aber eben halt auch bestimmte Sachen standardmäßig zur Verfügung stellen, die das besonders brauchen, also gerade zusätzliches Personal. Personal, das dann beispielsweise auch die Lehrkräfte entlastet, Schulsozialarbeiter, andere multiprofessionelle Kräfte, Möglichkeiten, die Schule in den Sozialraum zu öffnen, Leute von außen reinzubekommen, weil das Problem ist ja, dass gerade dort, wo die Herausforderungen besonders groß sind, die Lehrkräfte nicht nur sozusagen qualitativ die größeren Herausforderungen in ihrem Job haben, sondern auch noch für mehr Schüler verantwortlich sind, die dann mit großen Herausforderungen belastet sind aus ihren Elternhäusern und so weiter und so weiter. Das heißt, ich glaube, die große Aufgabe für die nächsten 4 Jahre wird eigentlich sein, dass Bund, Länder und Kommunen neue Wege finden. Und wir haben da so ein paar skizziert, wie das gelingen kann, gerade die Schulen besonders zu unterstützen, die größten Herausforderungen haben. Also wegzukommen von einem System, alle Schulen bekommen erstmal gleich viel Unterstützung und dann kriegen sie das schon hin, weil eine Schule in Neukölln, in manchen Teilen von Neukölln zum Beispiel und in manchen Teilen vom Duisburger Norden und so weiter einfach vor ganz anderen Herausforderungen stehen. Und das kann auch gelingen. Und dann ist aber die Frage zum Beispiel jetzt bei der Umsetzung von Medienkonzepten. Ich glaube auch, dass es
leichter gehen kann, als jede Schule fängt von vorne an. Dass man da auch über Vernetzung zwischen Schulen viel erreichen kann. Dass man auch sagen kann, es gibt bestimmte Qualitätsstandards und ihr findet aber selbst Wege, wie die erfüllt werden können und so weiter. Aber am Ende geht es auch darum, Unterstützungsstrukturen zu schaffen, damit halt die Schulen, die es brauchen, dann nicht einfach sagen, okay, komm, jetzt habt ihr euer Geld und jetzt habt ihr euer Budget und dann macht mal, sondern an ganz vielen Stellen braucht es dann eben auch noch mehr Unterstützung. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir besser werden müssen. Freundliches Nicken überall. Und darf ich vielleicht noch die erste Frage ergänzen, also wegen Bildungsgerechtigkeit. Ich glaube, wir müssen da diese komplette Bildungskette uns anschauen. Also von der Kita, der frühkindlichen Bildung, wo es ja mit dem Gute-Kita-Gesetz ist, aus der letzten Legislaturperiode einen Start gab, da auch die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern und Kommunen zu intensivieren. Ich glaube, da wird jetzt in den nächsten Jahren auch noch mehr möglich sein, weil da einfach der Grundstein gelegt wird. Aber dann bis auch dazu, dass man sich beispielsweise anschaut, dass das BAföG mal etwa 40% der Studierenden bekommen haben und dadurch Menschen die Möglichkeit hatten, universitäre Bildung zu genießen, deren Elternhäuser ihnen das vielleicht nicht vorgegeben haben. Wir sind mittlerweile bei einer Inanspruchnahme von 11%. Also immer weniger Menschen beziehen BAföG. Ich glaube, es wäre gut, an Dingen zu arbeiten, diese Zahl zu erhöhen. Das heißt also von der frühkindlichen Bildung bis dann zum universitären Bereich, aber beispielsweise auch Ausbildungsförderung, bis zum lebenslangen Lernen. Also wenn wir nicht verstehen als Gesellschaft, dass Bildung einfach eine zentrale Aufgabe ist, die nicht aufhört, wenn man dann mit dem ersten Schulabschluss irgendwie die Schule verlässt, dann werden wir den großen Herausforderungen einer digitalisierten Gesellschaft, einer globalisierten Gesellschaft einfach nicht gerecht werden. Ich hatte ja auch das Thema Chancengerechtigkeit am Anfang angesprochen, deswegen will ich da auch noch gerne was zu sagen. Zum einen zum Thema BAföG, interessanter Punkt. Ich denke, das BAföG ist ja einkommensabhängig momentan. Ich denke, das sollte auch so bleiben. Ansonsten kommt es eben nicht denen zugute, die es brauchen. Aber was wir vielleicht machen können, ist an bestimmten Stellschrauben nochmal nachzuschauen. Wie sieht das eigentlich aus mit den Beträgen für Miete, die angerechnet werden, gerade hinsichtlich der steigenden Mieten in den Großstädten und so weiter. Also da finde ich auch, dass es da durchaus nochmal Anpassungsbedarf gibt. Was mich immer beim Thema Chancengerechtigkeit so ein bisschen stört, ist, dass das zentrale Element aus meiner Sicht immer vergessen wird, nämlich dass viel zu viel Bildungsarbeit in die Familien verlagert wird. Das ist aus meiner Sicht das Kernproblem von Chancenungerechtigkeit, beziehungsweise es ist so, dass Deutschland ist das Land, in dem der schulische Erfolg, in dem der Bildungserfolg am meisten von der sozialen Herkunft abhängt, ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir, wenn wir jetzt die Haushaltseinkommen anpassen, ob wir damit schon alles erledigt haben. Ich glaube tatsächlich, dass die Bildung vor allem in den Schulen stattfinden muss. Da geht es dann darum, dass wir mehr Lehrer einstellen, dass wir im Übrigen, glaube ich nicht, dass wir es mit Quereinsteigern wirklich zusammengelöst bekommen. Die Quereinsteiger sind auch wichtig. Wir haben ja in Berlin ein großes Bildungsexperiment mit einem chronischen Lehrermangel und versuchen mit dem SPD-geführten Bildungsressort seit 25 Jahren daran rumzubasteln. Das funktioniert nicht so ganz. Wir hatten teilweise 2/3 eines Jahrgangs an neu eingestellten Lehrern. Die waren gar keine Pädagogen, die waren nicht voll ausgebildete Pädagogen. Das ist in Ordnung, nur müssen wir eben auch gleichzeitig die voll ausgebildeten Pädagogen haben. Wir brauchen die, ich sage jetzt mal, echten Lehrer, gerade an den Brennpunktschulen, gerade dort, wo es zu wenig Lehrer gibt und gerade dort, wo die Chancenungerechtigkeit am meisten einschlägt. Und ich glaube einfach, dass wir, übrigens glaube ich auch gar nicht, dass das eine Frage des Geldes ist, weil wir beispielsweise in Berlin so viel Geld pro Schüler ausgeben wie in keinem anderen Bundesland. Und trotzdem schneidet Berlin einfach in den Vergleichstests immer ganz unten ab. Insofern ist es keine Frage des Geldes, sondern es ist eine Frage des Konzeptes. Wie stellen wir uns eigentlich Bildung vor? Und aus meiner Sicht gehören da eine ausreichende Menge an voll ausgebildeten Lehrern zwingend dazu und eben die Tatsache, dass Bildung vor allem in der Schule stattfinden muss und nicht in den Elternhäusern. Das haben wir jetzt ja gesehen beim Homeschooling, nicht nur die technischen Geräte, die fehlten, oftmals einfach auch ja, die Möglichkeiten, in einem Raum alleine zu arbeiten, vielleicht auch das Bewusstsein der Familie, dass Bildung jetzt nötig ist und auch wichtig ist und auch die Hilfestellung, die ja viele gar nicht haben von zu Hause.
dem sozialen Bereich einfach nochmal, weil ja irgendwie angedeutet worden ist, dass das vielleicht jetzt nicht so wichtig ist, wenn man die Familien finanziell unterstützt. Nee, ich habe gesagt, das ist nicht, das, damit ist es nicht getan. Das ist nicht die einzige Antwort, aber ich will einfach nur klar machen, wenn man weniger Geld hat, dann wohnt man mit 4, 5 Leuten auch in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. So, und beim Fernunterricht haben wir es gesehen, dann gibt es halt einfach keinen Raum, wo man mal vielleicht in Ruhe, wenn man überhaupt ein Endgerät hat, sich hinsetzen kann und mal lernen kann. Also natürlich hat das Soziale auch sofortige Auswirkungen auf die Lernatmosphäre zu Hause, hat sofortige Auswirkungen auf das Kind. Es wird auch andere Arten von Konflikte geben, wenn man in kleineren Räumen ist. Und wir wissen ja, dass Menschen, die einkommensschwächer sind, entsprechend auch erstmal wohnen und dann sich auch natürlich diese Endgeräte nicht leisten können. Deshalb ist das nicht die einzige Lösung, aber es ist ein Teil der Lösung, dass man das Soziale mitdenkt. Immer wenn man über Bildungsgerechtigkeit spricht und wenn wir schon mal dabei sind, über einkommensschwache Menschen zu sprechen, müssen wir natürlich, aber dann übertreibe ich auch, muss man natürlich auch über Reichtum in Deutschland sprechen. Wenn 45 Familien mehr besitzen als 40 Millionen Menschen, dann haben wir da eine krasse Ungerechtigkeit. Und die Frage wird ja auch die ganze Zeit sein in der Koalition, wo kommt eigentlich das Geld dann letztendlich her? Ja, das sind wichtige Fragen, die wir uns auch stellen müssen. Ich würde vielleicht noch einen Aspekt aufgreifen zum Thema sozusagen Lehrkräfte, die quer eingestiegen sind und solche, die eben das Lehramtsstudium absolviert haben. Zum einen glaube ich, das weiß jeder, der zur Schule gegangen ist. Ich habe so eine Schultour jetzt gemacht in Hamburg, auch in den letzten Wochen und Monaten. Es gibt sehr, sehr gute Lehrerinnen und Lehrer, die haben mit Pädagogik, also das war kein großer Bestandteil. Es gibt solche, die haben da ganz viele Fortbildungen gemacht und sind trotzdem furchtbar schlechte Lehrerinnen oder Lehrer. Also das ist, glaube ich, nicht der entscheidende Punkt, zumal ich glaube, dass gerade dieser Aspekt, also wie geht man mit Kindern um, wie kann man ihnen was beibringen, also gerade auch didaktische Fähigkeiten, dass man das natürlich auch Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern beibringen muss und beibringen sollte, aber dass es eben möglich ist. Ich habe auch irgendwie Freunde, Bekannte, die eigentlich, die haben Jura studiert, würden aber eigentlich viel lieber lehren und haben quasi keine Möglichkeit dazu, auch nicht mit einer Fortbildung beispielsweise im pädagogischen Bereich dadurch einzusteigen. Und wir haben ja auch, das ist auch ein Thema, was wir in den nächsten Jahren mal angehen müssen, auch die Frage, wer wird eigentlich Lehrer, welche sozusagen Werte sind Menschen wichtig, die heute Lehrerin oder Lehrer werden? Ist es vor allem Sicherheit, weil es ein Job ist, den man eben gut machen kann, wo man gutes Geld verdient und sich eigentlich ziemlich viel erlauben darf, bevor man irgendwelche Konsequenzen spürt, sehr wenig auch nur kontrolliert wird, keine Sorge haben muss, dass man da irgendwie evaluiert wird? Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ganz großartige Menschen, die sich vielleicht nicht leiden, weil sie nicht so dieses gleiche Sicherheitsbedürfnis haben, sondern eher erstmal was erleben wollen und denen dann der Zugang versperrt wird. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, an dem wir arbeiten müssen, weil das sind die Personen, die am meisten Einfluss darauf haben, wie gut es Kindern am Ende geht und da auch wirklich eine Bestenauslese einerseits zu betreiben, einen hohen Anspruch zu haben und trotzdem dafür zu sorgen, dass es eben auch möglich wird für Leute, denen vielleicht auch erst mit Ende 20 auffällt, dass das ihr Lebenstraum ist. Das müssen wir, glaube ich, besprechen. Ich würde aber gerne noch einen anderen Aspekt in die Debatte mit einbringen, gerade weil es jetzt auch um die Frage von finanziellen Möglichkeiten im Elternhaus ging, und zwar die Inhalte in der Schule besprechen. Es ist in manchen Bundesländern so, dass das Themen wie Wirtschaft und Finanzbildung schon Pflichtfach sind, aber noch nicht überall. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt, wenn mir von zu Hause niemand beibringt, wie ich mit Geld umgehe, wie Zinsen funktionieren, was passiert, wenn ich einen Kredit aufnehme, wie ich auch in Aktien investiere, was private Altersvorsorge bedeutet, dann werde ich dazu nie im Leben einen Zugang bekommen, wenn ich es nicht in der Schule lerne. Und ich kann sicher sagen, dass die Eltern, die einen guten Umgang mit Geld haben, die reich sind, dass die das ihren Kindern natürlich auch beibringen werden. Und diejenigen, die selber den Umgang nicht gelernt haben, die können es ihren Kindern nicht beibringen. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir das zu einem Thema in der Schule machen, damit auch finanzielle Unabhängigkeit nicht vom Elternhaus abhängig ist, sondern ein ganz zentraler Teil in der Schulbildung wird. Hakan Demir ist dran. Ich mache einmal als Hausansage sozusagen. Ich weiß, dass Frau Schröder gleich in 5 Minuten zum Zug muss. Insofern behandle ich es jetzt etwas bevorzugt noch. Erstmal Herr Demirs Gegenrede. Ja, also als
Also ich finde es jetzt grundsätzlich nicht schlimm, wenn man irgendwie in der siebten Klasse ein bisschen auch übers Wirtschaften lernt, aber ist jetzt vielleicht nicht der Schwerpunkt, dass jetzt ein Siebtklässler irgendwie versteht, was Derivate oder Aktien sind oder wie man Aktien kauft oder weiß ich nicht, ob das der Punkt ist, sondern wir haben jetzt heute auch gar nicht über kulturelle Bildung gesprochen in der Schule. Also ich hätte auch Lust, wenn wenn man ja, ins Theater gehen kann und auch außerhalb der Schule noch ein paar Projekte hat oder gerne auch in der Schule. Also das wäre so mein Schwerpunkt. Und dann kann man immer noch klar über also Mathematik und Wirtschaft und so weiter noch vieles lernen. Aber das war noch ein kleiner Hinweis. Frau Dr. Klein ist dran. Frau Schröder kommt noch mal, bevor sie gehen muss. Und dann würde ich gerne noch mal versuchen, das Thema auf den digitalen Wandel zurückzuführen. Ja, ich wollte Frau Schröder ausdrücklich zustimmen. Ich war selber auf einem Wirtschaftsgymnasium und habe jetzt in den Klassen 11 bis 13 VWL gehabt, BWL gehabt und so weiter. Ich habe unheimlich davon profitiert. Also ich würde mir sehr wünschen, dass wir das Thema Finanzen, Wirtschaftszusammenhänge, dass wir das sehr viel stärker in die Schulen reinbringen. Nicht unbedingt jetzt, um irgendwas anderes zu streichen. Kulturelle Angebote sind absolut wichtig. Ich bin ja auch Literaturwissenschaftlerin, promovierte nach dem politikwissenschaftlichen Studium. Insofern habe ich da eine ganz große Affinität zu. Aber dennoch sind das einfach Inhalte. Insbesondere das Thema MINT-Bildung finde ich ganz, ganz wichtig, auch im Sinne der Chancengerechtigkeit, weil ich davon überzeugt bin, dass das der Bereich sein wird, in dem auch die Arbeit der Zukunft stattfinden wird. Ja, also gerade das ganze Thema IT, wir sprechen ja über Digitalisierung der Bildung. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Programmieren hatte ich auch in der Schule, bin ich super froh drüber. Mathematik, IT, Finanzen finde ich ganz wichtig, dass wir da nochmal in die Themen reingehen und das in die Schulen bringen. Dann gucken wir nochmal auf den digitalen Wandel. Denn wir haben jetzt ja als Gesamtbild gesehen, dass es sehr, sehr viele Herausforderungen gibt, vor denen Schulen stehen. Wir haben am Anfang auch schon eine Lage beschrieben, in der es jetzt nicht so ist, dass in jeder Schule sozusagen große Freiräume wären, noch viele Baustellen gleichzeitig zu öffnen. Was gibt es da von Ihrer Seite aus für Visionen für die nächsten 4 Jahre, dass tatsächlich da Transformationsprozesse und nicht nur Patchwork, kleine Verbesserungen, kleine Abdichtungen von Lücken und Löchern etc. geschaffen werden können, mit der Perspektive der Bundespolitik? Ich würde gerne mit Frau Schröder anfangen, damit die ihren Zug kriegt. Ich will mal eine sozusagen Idee, die ich hatte, auf der Grundlage einer Erfahrung im letzten Jahr, wie das aussehen kann, und zwar die Corona-App. Ich weiß, nicht jeder hat die mehr auf dem Handy, viele fanden das dann doch irgendwie leichter mit Luca, aber das ist eine großartige App, die von vielen, vielen Menschen entwickelt worden ist, wo sehr kritisch drauf geschaut wurde von ganz vielen Seiten und wo auch nach Fehlern gesucht wurde, wo sich also unheimlich viele Menschen dran beteiligt haben, die getestet haben und die, also finde ich, also habe ich nicht erwartet von ja eigentlich einem, also die öffentliche Hand, die das entwickelt hat und Nutzer ist sicher. Und sie funktioniert extrem gut. Und das zu nehmen, also diesen Prozess, wie das abgelaufen ist, also nicht irgendwie eine Softwarebude damit zu beauftragen, irgendwelche Programme zu entwickeln, sondern da einen öffentlichen Prozess draus zu machen, mit vielen Wegen, das zu überprüfen, wo sehr kritisch drauf geschaut wird und aber auch die Möglichkeit, also einzuladen, Leute, die Bock darauf haben, denn die gibt es sehr viel und nicht irgendwie die Einzelnen viel Geld zu geben, damit sie dann so ein semi-gutes Produkt entwerfen. Das würde ich gerne als Blaupause nehmen, auch für die Entwicklung von digitalen Angeboten in den Schulen, weil ich auch gemerkt habe, in der Pandemie, es waren so viele Leute unterwegs, die sich auch zum Beispiel bei dem Schulhackathon beteiligt haben. Das ist ein Thema, das brennt vielen Menschen auf der Seele, nicht nur Leuten, die Kinder haben, sondern auch viele, die sehen, welchen großen Beitrag eine gute Bildungspolitik zu Gerechtigkeitsfragen beitragen kann. Und das so ein bisschen zu nehmen, einfach als ganz praktisches Vorbild, das würde uns, glaube ich, ja, unheimliche Welten hin zu digitalen Produkten, sei das eben im Cloud-Bereich, sei das im Bereich eben von Lern-Apps, sei das im Bereich auch von Learning Analytics, von digitalen Klassenbüchern. Also es gibt da ja ganz viele Aufgaben, wofür wir auch einfach die Software brauchen. Und das in so einer Weise umzusetzen, das würde, glaube ich, einen großen Beitrag leisten. Ist ein ganz anderer Prozess, als es häufig von öffentlicher Seite gehandhabt wird. Aber wir haben gesehen, es funktioniert.
Ganz herzlichen Dank. Ich schreibe auf unseren Zettel Beteiligung, kollektive Prozesse. Wünsche Ihnen, Frau Schröder, jetzt gute Fahrt. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Ja, vielen Dank. Schöne Grüße in die Runde und hoffentlich bis bald auch mal wieder persönlich. Ciao. Weitere Punkte, die wir zusammentragen können. Frau Dr. Klein, was wäre Ihr Blick auf die Frage, wie kriegen wir das hin, in 4 Jahren tatsächlich Transformationsprozesse zumindest anzustoßen? Ich bin da ganz optimistisch eigentlich. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass eines der Hauptprobleme doch war, dass wir ganz große Berührungsängste immer hatten mit dem Thema Digitales, übrigens auch gerade im Bereich der Schule. Und also ich hätte die Pandemie am liebsten gar nicht gehabt, natürlich. Aber wenn die Pandemie ein Positives gebracht hat, ist, dass wir wirklich jegliche Hemmungen abgebaut haben, was das Thema Digitales angeht. Also dass wir hier so eine Konferenz machen, so hybrid, finde ich einfach großartig und wäre, glaube ich, vor 3 Jahren noch gar nicht so vorstellbar gewesen. Insofern glaube ich, ich bin da ganz optimistisch. Wir haben jetzt die Krise genutzt, um das Digitale in den Alltag einzubinden. Ich erzähle mal, dass ich vor der Pandemie habe ich auch schon kontaktlos gezahlt und habe mich immer geärgert, dass es fast nie die Möglichkeit gab. Ne? Und jetzt ist es tatsächlich so, dass man fast überall kontaktlos zahlen kann und ich regelrecht merke, wie ich frustriert werde, wenn es mal nicht passiert, weil es dann so wahnsinnig lange dauert, bis man den PIN eingibt und so weiter. Also ich glaube, dass auch dann unsere... Dann dürften Sie nicht in Schule arbeiten mit der Frustrationstoleranz. Ja. Also ich glaube, da passiert einfach gerade wahnsinnig viel. So okay. Ja. Ich schreibe uns auf, Schwung aus der Pandemie mit dem, Selbstverständlichkeit der digitalen Fragen. Okay, Felix Banaschak. Ich glaube, es gibt viele Baustellen. Das eine ist, dass wir bei den Basics, also insofern stimme ich dem, was Hakan Demir vorhin gesagt hat, zu. Also natürlich braucht jede Schule vernünftigen Internetanschluss. Die Geräte müssen da sein für die Schüler. Ich glaube, sie müssen auch so da sein, dass also dieser Begriff der Lernmittelfreiheit ins Digitale überführt wird. Also dass am Ende die Frage, ob ich ein Gerät habe, das mich auf den gleichen Stand bringt wie meine MitschülerInnen, am Ende nicht davon abhängt, wie viel Geld ich oder meine Familie zur Verfügung haben. Ich glaube, dass das so die Basics sind. Das Zweite ist die Medienpädagogik und der Umgang mit sozusagen der digitalen Bildung in den Schulen, also massives Fortbildungsprogramm für Lehrkräfte, Entwicklung von Materialien, die darauf angepasst sind. Das Dritte wäre aus meiner Sicht eine Überprüfung der Curricula, also der Lehrpläne in den Ländern. Erstens darauf, sozusagen, was mache ich konkret zum Thema Digitalisierung, also und zur digitalen Bildung und zum anderen aber auch, also für mich ist der zentrale Zusammenhang zwischen der digitalen Transformation unserer Gesellschaft und dem Bildungssystem eigentlich der, dass sich das Anforderungsprofil an Menschen in dieser Welt erfolgreich sich zu bewegen total verändert. Also ich werde sehr viel häufiger meine Arbeitsplätze verändern. Ich werde, wenn ich jetzt ein Kind, das jetzt heute geboren wird, wird mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, ich glaube so um die 50%, in einem Beruf hinterher arbeiten, den es heute noch gar nicht gibt. Das bedeutet, dass sich diese ganze Form von Weiterbildung, Weiterqualifizierung und aber auch schon dem, was ich in den Schulen lerne, wie ich mich auf neue Situationen anpassen kann, also diese Adaptivität an sich verändernde Welten, wird eine größere Rolle spielen. Und das muss sich in den Lehrplänen wiederfinden. Das muss sich aber auch darin wiederfinden, wie Schule insgesamt gedacht wird. Also ist dieses Konzept von Fächern, in denen ich lerne, von Schulklassen, die aufeinander aufbauen, eigentlich noch richtig? Funktionieren Klassenräume, wie sie jetzt gerade sind, eigentlich noch so? Oder müssen wir beispielsweise auch ein Investitionsprogramm auf den Weg bringen, das dann halt nicht nur die Löcher in den Decken stopft, sondern beispielsweise auch Lernumgebungen schafft, die zeitgemäß sind. All das ist etwas, wo der Bund eine mindestens koordinierende und unterstützende Rolle spielen kann, wo die Länder sich dafür öffnen müssen und wo es dann aber auch darum geht, dass halt die Schulen und die Schulträger dabei unterstützt werden, all das umzusetzen. Und insofern, also wie viel wir in den nächsten 4 Jahren schaffen, I don't know. Aber ich glaube, wir müssen da bei all den 4 Stellen einen entscheidenden Schritt vorangehen. Das wäre meine Hoffnung. Das waren jetzt hohe Erwartungen. Hohe Mal gucken, Erwartungen, was in den nächsten 4 Jahren kommt. Ja. Akademie. Es muss in den Köpfen ankommen, bei allen, dass wir ein Recht auf digitale Bildung haben müssen und auch ein Recht auf digitale Weiterbildung. Wir haben jetzt nur Kontext Schule gesprochen. Es gilt aber auch für die
berufliche Bildung, es gilt für die Jugendhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, dass wir da auch natürlich an die Digitalisierung denken. Das ist wichtig. Ansonsten, was wir jetzt hier noch nicht im Detail besprochen haben, Strukturen aufbauen, da sind wir ja dabei. Kompetenzzentren soll es ja geben in den Bundesländern. Wahrscheinlich wird arbeitet Berlin und Brandenburg, die arbeiten sowieso gerade zusammen, in Verbindung mit LehrerInnen, Ausbildung und Fortbildung. Das ist, glaube ich, ganz wichtig im digitalen Bereich. Und es soll ja auch nochmal Bildungsplattformen geben, die wir eigentlich jetzt auch irgendwie besprochen haben, dass es dort die Lehrmaterialien gibt, die man sich einholen kann, dass man Lehrvideos sich angucken kann zu Wasserstoff oder sonst für Themen, dass man Vokabeln ganz anders lernt. Also das sind ja auch spannende Instrumente, die man jetzt im Bereich Digitales hat. Wir müssen jetzt nicht mehr mal ein Buch öffnen, sondern hat dann irgendwie Programme. Und das andere Wichtige ist, wenn der Bund Geld gibt, dann müssen das natürlich auch Open-Source-Sachen sein und die können dann nicht hinter einer Bezahlschranke natürlich sein. Das war ein langer Katalog. Ich habe jetzt zwar alles mitgeschrieben, erspare uns aber nochmal alles zu wiederholen, weil es ist viel zusammengekommen. Gibt es irgendwas, wo Sie noch widersprechen würden oder haben wir jetzt hier eigentlich so einen ganz großen Konsens zwischen den eigentlich Oppositions- und Koalitionsparteien? Na, wir wollen ja alle, dass die Schulen digitalisiert werden. Insofern, und klar, eine bessere Kooperation zwischen Bund und Ländern. Es geht jetzt nicht darum, eine Grundgesetzänderung zwingend herbeizuführen, aber dass man eben Wege findet, dass sich der Bund da stärker beteiligen kann. Ich denke, das können wir schon als Gemeinsamkeit festhalten. Wichtig wäre mir, dass wir vor allen Dingen bei allen Angeboten, die du jetzt auch genannt hast, dass wir da Einheitlichkeit schaffen, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir das auch von den Lehrern her denken, dass es ihnen möglich gemacht wird, möglichst niedrigschwellig auf flächendeckende Angebote zugreifen zu können. Weil ich glaube, sonst wird es einfach zu kompliziert im Alltag. Es muss alltagstauglich sein. Will nicken? Also ja, also grundsätzlich ja, nur halt bei der Finanzierbarkeit hätten wir natürlich hier grundsätzlich Unterschiede, jetzt wir beide wahrscheinlich nicht, mit der Union hätte man Unterschiede, mit der FDP auch, deshalb sieht das Sondierungspapier ja auch erstmal so aus, wie es aussieht, also die Bezahlbarkeit, also zwischen Bund und Ländern sowieso, das ist nochmal eine andere Sache, aber grundsätzlich, wie bezahlen wir etwas und wie machen wir das jetzt eigentlich mit Verschuldung und so weiter, das sind ja alles Themen, die wir jetzt nicht angesprochen haben, die jetzt auch jetzt nicht im Detail eine Rolle spielen, aber wo man natürlich Unterschiede hätte provozieren können, wenn man sie dann unbedingt gebraucht hätte. So. Gut, wir haben ja noch 4 Jahre Zeit, um das jetzt auszudifferenzieren und zu gestalten. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für das Kommen und Diskutieren, auch in diesen sicher nicht stressfreien Zeiten. Wahrscheinlich haben gerade Sie alle keine Langeweile, weil Sie auch gerade ein großes Lernprogramm haben. In der Tat. MdB Ausbildungsjahrgang 1 sozusagen. Könnte auch ein bisschen digitaler sein. Also die ersten Tage fühlen sich auf jeden Fall an wie die Einführungsveranstaltung zu Beginn des Studiums, so mit so bunten Stundenplänen, die wir da bekommen haben. Also insofern kann man da einiges von lernen vielleicht. Sehr schön. Ich möchte ein Zitat aufgreifen, das bei dieser Konferenz vorgestern Abend Otto Schamer eingebracht hat. Er hat gesagt, ein Dialog ist auch immer eine Auseinandersetzung mit sich selbst. Insofern hoffe ich, dass das uns auch ein Stück weit vorangebracht hat hier in unserem Bild von dem, was gute Schule in der Zukunft sein kann. Und am gleichen Abend hat Jakob Schamann hier vom Forum Bildung und Digitalisierung gesagt, er wünscht sich so etwas wie, er hat das nicht wörtlich gesagt, ich habe es nur in Erinnerung, dass mehr Lerngemeinschaften, dass das sozusagen auch er hat es auf Schule bezogen, die Schülerinnen und die Lehrerinnen auch gemeinsam Lernende sind, wie sie Digitalisierung verstehen und gestalten. Und das hat jetzt für mich auch nochmal heute ein positives Signal geschickt, dass auf verschiedensten Ebenen so ein Lernen stattfindet und dass es hilfreich sein kann, wenn das verzahnt miteinander stattfindet und nicht als ein Konkurrenzdenken, der Träger sagt, das und das Land möchte jenes und der Bund verlangt aber das und das. Und nicht zu vergessen, dann gibt es ja auch noch die Schulen als eine vierte Ebene, die dann häufig sozusagen nur noch als Adressat am Ende behandelt werden. Auch die haben wir, glaube ich, gut in den Mittelpunkt stellen können. Ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die diskutiert haben, an alle, die im Chat dabei waren und natürlich die auch noch hinter den Kulissen das möglich gemacht haben. Im Programm hier geht es gleich weiter nach einer kurzen Pause.